Hallo und herzlich willkommen zurück zu Brillibaut, meine lieben Minecraft-Jünger. Ja, wir sind hier gerade auf dem Weg in die Eiswelt, um mal ein bisschen Sprucewood zu organisieren. Für unseren Hausbau. Ja, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Da hinten haben wir schon welches. So. Was fratzen und ja, ich weiß, eine Hatchet, was heißt eine Hatchet? Eine Hatchet haben wir ja, eine Lumber-Axe wäre von großem Vorteil. Habe ich aber jetzt gerade nicht. Deshalb müssen wir uns gerade mal hiermit begnügen. So, brauchen jetzt nicht so viel. Saplings nehmen wir auf jeden Fall mit. Können wir die auch bei uns pflanzen. Ich hoffe, dass die auch bei uns wachsen, aber ich glaube schon. Das sind nämlich Spruce, ist glaube ich einfach Tanne, oder? Sowas Tannenähnliches. Doch, komm. So. Nehmen wir uns auf jeden Fall mal ein bisschen was mit. Inklusive Saplings. Dann schauen wir mal, ob wir damit dunkle Geländer hinkriegen. Zurück nach Hause. Ein Octopunt. Ach, hier, guck mal, hier ist noch mehr Quarried Stone, falls wir noch mehr brauchen. Sehr schön. Gut zu wissen. Hier haben wir alles schon ausgeleuchtet. Eigentlich dürfte doch hier nichts mehr spawnen, ey. Das regt mich ein bisschen auf. So, okay, dann gucken wir gerade, dass wir gerade auch ein paar Pflanzen. So. Und dann gucken wir mal, ob wir damit. Wo ist es? Da. Machen wir. Guck, das ist schön dunkles Holz. So. Ach, Kinder, ich brauche Platz. Weg mit dem ganzen Kram hier. So. Seit wann liegt da eigentlich so ein Schwert drauf? Man weiß es nicht. Wo sind denn jetzt meine Sticks? Ich hatte gerade Sticks, habe ich hier weggeräumt oder was? Ach, ich bin dämlich, ey. Es gibt also normale Sticks. Wie mache ich denn? Warte mal. Schauen wir mal nach. Fans. Da gibt's doch verschiedene. Hier, das ist Copper Block Fans, Dirt Fans. Scheiße, was ist denn das schon wieder? Fuck. Oak. Fence. Gibt's das? Ja. Aha, okay. Warte mal. Dann brauchen wir gar keine Sticks, sondern machen einfach so, oder was? Jawohl. Ihr kommt also von da hinten, ja? Dann machen wir jetzt mal F7 und gehen gucken. Machen wir eine Fackeln? Reicht sie aber, ey. Mal wieder eine Ausleuchtfolge hier. Schon wieder ein Spider hier. So. Sollte aber doch echt mal langsam Ruhe einkehren bei uns. Ist ja wirklich hier ausgeleuchtet wie, keine Ahnung was, ein Flughafen. Weiträumig. So. Hier hinten gerade nochmal.
Ja, hallo, kleiner Freund. So. Also das reicht jetzt aber auch. Da steht schon wieder einer, Ey. unfassbar. Okay, da hätten wir jetzt mal gerade ein paar dunkle Fences. Die können hier so herum. So. Hier geht's also in den düsteren Keller. Machen wir hier Ende mit dem Haus. Und warte mal, jetzt die dunklen Dinger könnte ich eigentlich auch benutzen. Also, ich guck mal gerade, ob es speziellen. Ich höre doch schon wieder was. Alter, ihr nervt! Wo kommt ihr denn her? Boah! Das gibt's echt nicht. Könnte ich einfach mal quasi so eine dunkle Linie dazwischen ziehen, oder? Weiß nicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht machen wir das raumweise. Bin mir noch nicht so ganz sicher. Wo ist denn unser Bauzeug? Hier. Machen wir jetzt erstmal gerade die Wände. Da ist jetzt gerade die Frage, was machen wir hier noch in die Ecke? Sollen wir das weiterführen oder nicht? Schwierige Frage. Nur noch mal drei weiter oder kann man ja später, wenn man, sagen wir mal, hier noch eine Veranda hinklatschen will, können wir einfach noch eine Veranda hier hinklatschen. Was soll's? Das ist ja gar kein Problem. So, jetzt ist aber noch die Frage, ob mir das ein bisschen zu. Was ist das eigentlich hier? Tripwire? Jetzt muss ich gerade mal überlegen, ob mir das. Vielleicht so ein bisschen zu langweilig ist, wenn wir jetzt nämlich hier die Wände quasi einfach hochziehen. Klar, da kommen Fenster rein und so, das ist, steht außer Frage, aber ich bin mir unschlüssig. Ich glaube, wir lassen es erstmal so. Und die Frage, ob wir die Wände, die Fenster unten anfangen lassen oder auf der Höhe. Ich lasse sie, glaube ich, erstmal auf der Höhe. Hier war dann wieder Fenster. Ach, mir fehlen gerade irgendwie Anregungen. Ich bin heute nicht von der Muse geküsst. Definitiv nicht. Kommt denn überhaupt unser Eingang? Wahrscheinlich in die Richtung. Quasi der Eingang. Und dann machen wir in die Richtung vielleicht den Garten. Aber der Garten könnte natürlich hier um die Ecke hier quasi auch rumgehen, dass wir hier vielleicht auch noch Ausgang machen.
ist doch Blödsinn, was ich hier mache. Quasi gar nicht so, oder? Doch. Quasi doch so. Ist richtig. Das ist richtig. Ich bin mir noch nicht sicher mit diesem Zimmer hier. Das ist halt Kellereingangszimmer, aber ich weiß nicht, sollte man das vielleicht, sollte ich das hier zum großen Wohnzimmer dann umgestalten? Mit Kellereingang? Ach, diese Unschlüssigkeit, Leute, diese Unschlüssigkeit. Da verließen sie ihn schon wieder hier in Birchwood. Ist auch ganz anders. Macht das zu. Und hier eine Tür hin. Könnte man auch machen. Vielleicht auch nicht schlecht. Warte mal, gucken, wie das aussieht. Warte mal, da gucke ich mal. Doors gibt wahrscheinlich auch verschiedene Doors und nicht nur die eine. Wie mache ich denn verschiedenfarbige Türen? Da. Spruce-Wood Door. Ah, okay. Okay, okay. Da gucken wir mal gerade. Oh, zwei. Spruce-Wood Door. Wie sieht die jetzt im Vergleich zu der anderen aus? Aussetzen. Wo ist die andere überhaupt? Tür. Ich hatte doch eine Tür. Da. Die ist ja dunkler, die Open-Tür. Warum, was ist das denn schon wieder? Man weiß es nicht. Warte mal gerade. Also farblich fast gleich. Aber egal. Lass uns jetzt so. Sollten wir nach innen aufgehen lieber? Ja, ne? Nee. Warum geht das nicht? Kann ich den nur so bauen oder was? Ach Gott, das ist aber nervig. Warte mal, dann bauen wir jetzt erstmal den Rahmen. Dann geht's, glaube ich, einfacher. Den Rahmen, wie baue ich den denn? Innerhalb des Hauses werden die Wände wie? Innerhalb des Hauses? Werden die Wände wie? Ja, wie? Ihr seht das, ich lasse es jetzt erstmal so. Die können wir ja später ändern. Ich will jetzt erstmal wissen, wie ich das am besten hier mache. Das hier muss ja eine komplette Raumtrennung hin. Aber es muss auch hier nicht komplett dann... Ja, das kann ja so sein. Ich war noch nie so ungeküsst von der Muse. Vielleicht bin ich einfach aufgeregt wegen euch. Aber das ist echt krass. Normalerweise fällt mir immer ganz viel ein. Aber gerade ist es irgendwie übel. Ja, geht schon. Kann man machen. Ist nur die Frage, ob mit dem Material und ob es besser aussieht als vorher. Aber ich finde, wir könnten das erstmal so lassen. Ich finde das besser als mit dem Zaun zumindest. Oder? Ja, doch. Das gefällt mir besser. Und als Decke würde ich ja dunkles Holz nehmen. Das sieht aber jetzt asymmetrisch aus, ne?
Dann haben wir schon wieder abgelaufen, Leute. Eieieiei. Aber es geht voran. Es geht voran. Das hier kommt weg. So eine Art Flur hier, oder? Zumindest vorerst. Ja, dann wäre hier auch ein Flur. Und hier könnte man... Hier könnte man quasi... oder was hin klatschen. Und hier wäre ein Raum. Warte mal, hier wäre dann irgendwo der Eingang. Hier ist der Eingang. Nee, nicht ganz. So in etwa. Das wäre der Eingang hier. Den hätte ich nur gerne drei breit, aber es gibt leider keine Türen, glaube ich, die drei breit sind. Müsste man mit dem Gate arbeiten und das ist auch doof. Deswegen lassen wir doch erstmal zwei breit. Das wäre der Eingang. Natürlich wird das dann hier vorne alles noch schön gemacht. Hier könnte man eine Art Küche oder so hinmachen. Na, da kommen dann aber andere Fliesen oder so zum Einsatz. Da wären zum Beispiel diese Marble-Dinger geil. Muss man aber auf die Suche nach Marble gehen. Arbeiten. Hier, warte mal. Quarry Brick. Wie sieht das aus? Als Küchenzeile. Why not? Kann man machen. Vorerst zumindest. Könnte ich auch hier als die Wand nehmen, damit die sich von außen so abtrennt, quasi Innenwände. Aber nee, es kann nicht dasselbe sein. Das geht nicht. Na gut, der Timer hat geklingelt. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter mit dem Haus. Ihr seht, es nimmt zumindest mal ansatzweise Formen an. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt hier. Wie gesagt, ich bin irgendwie gerade nicht von der Muse geküsst, wie ihr merkt. Also, wir sehen uns bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt. Brilli baut. Bis dahin, alles Gute und ciao, ciao.